In der nächsten Folge bei Conan seht ihr die geheimnisvolle Spieluhr Teil 2. Yukiko, das RTL 2 Anime-Magazin für Girls. Detektiv Conan, alles über die Detective Boys. Außerdem Conan, warum er so eifersüchtig ist. Mit Cosplay-Infos, Manga-News und exklusiven Yukiko-Comic. Mit 3 Anime-Postern und Trend-Extra. Glückskette im Asia-Look mit Hundemarken und Schriftzeichen-Anhänger. Yukiko, jetzt im Handel. Mächtig viel Spaß mit Pokito wünscht dir die neue Pokémon-Edition. Pokémon Smaragd. Einen habe ich noch, Izzy. Pass gut auf, der ist besonders schmalzig. Ich sende dir einen kleinen Stern, um dir zu sagen, ich hab dich gern. Du bist ein BSE-Mensch, ein besonders schöner Engel. Sag mal, was ist denn mit euch eigentlich los? Ihr seid doch sonst auch nicht so nett zu mir. Ach Süße, das erklären wir dir gleich. Aber erstmal herzlich willkommen zu Pokito TV. Ja, hallo auch zu Hause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und ihr habt schon gemerkt, bei uns wird heftig geflirtet. Das liegt an unserer Aktion, denn wir haben euch vor ein paar Wochen dazu aufgerufen, uns eure besten Anmachsprüche zu schicken. Ja, und das waren einige davon. Ja, aber nicht nur Anmachsprüche sind wichtig, um Frauen zu beeindrucken, sondern auch Sachen wie... Klamotten oder Geld? Ja, oder einfach ein fahrbarer Untersatz. Tolle Aussicht. Fahrbare Untersätze, stimmt, sind ganz wichtig für coole Jungs. Allerdings vergesst mal die schnellen Autos. Das ist für die Jungs von gestern. Für die Jungs von heute ist wichtig, dass sie ein richtig cooles Bike unterm Hintern haben. Ja, und deswegen haben wir Experten zu diesem Thema ins Studio eingeladen. Begrüßt mit uns von der Pimp Garage Regensburg den Person und den Manu. Grüßt euch Jungs, schön, dass ihr da seid. Komm, Izzy, wir gehen rüber. Ja, also ihr beschäftigt euch ja mit Fahrrädern, wie wir sehen, und habt uns auch schon mal was mitgebracht. Ein ziemlich altes Klapperding und das pimpen wir jetzt mal so richtig auf. Ja, wir schauen, was wir in dem Fall machen können, aber ich denke, hier kann man einiges ändern. Los, gehen wir es an! Okay, was habt ihr uns so mitgebracht an Utensilien? Was verbauen wir jetzt an diesem Fahrrad? Also was man hier gut sehen kann, ist schon mal der Sattel. Mhm. Ist natürlich gleich ein ganz anderes Gerät, wie der droben ist. Allerdings. Dann Spiegel, passende Griffe dazu, dann noch ein paar Sachen für daheim, die man auch jederzeit daheim ausmachen kann. Ventilkappen und natürlich auch eine Hupe. Okay, dann würde ich sagen, legen wir doch nebenbei gleich mal los. Ein paar Fragen haben wir natürlich auch noch, aber ihr könnt gerne schon mal schrauben. Okay. Alles klar. Wie kam der denn auf die Idee, Person, so eine Garage aufzumachen? Ja, weil mit Fahrrädern, sag ich, man braucht keinen TÜV, man kann überall fahren durch die Stadt, Fußgängerzone und so weiter. Und es ist einfach auch nicht so viel Kosten verbunden. Mhm. Und es geht eigentlich relativ einfach und man kann für jeden Geschmack eigentlich total unterschiedliche Sachen machen. Und man trifft eigentlich jeden damit. Mhm. Wie lange macht ihr sowas schon? Also unsere Firma gibt es seit Dezember letzten Jahres. Mhm. Aber eigentlich machen wir das Leben lang schon halt auch für uns selber halt. Und wir haben halt irgendwie das Hobby zum Beruf gemacht. Ihr habt uns ja noch ein paar Fahrräder mitgebracht. Ja. Was haben wir da? Da hinten ist wahrscheinlich das Glanzstück schon zu sehen. Das ist unser Glanzstück, genau. Das ist der Escobar-Rahmen. Mhm. Und das ist halt unser, ja, der Hauptrahmen, den wir am meisten verkaufen und der am meisten bei Leuten ankommt. Mhm. Ist natürlich für ein bisschen ältere Kinder, von der Größe her und so. Also man so kann halt alles machen. Für ältere Kinder wie uns. Genau, so, ja? Für uns. Erwachsene aber Kinder. Die sind auch schon trotz des etwas extravaganten Rahmens für den Straßenverkehr so zugelassen. Ja, man kann voll fahren, überhaupt kein Problem. Also geht wie jedes andere Fahrrad, sieht halt nur anders aus und ist meines Erachtens sogar bequemer. Aha. Wir gucken mal bei Shinshan rein, da gibt es auch jede Menge Drahtzerlack. Juhu, Hallöchen! Manu, was haben wir denn sonst noch für Bikes, außer dem, was wir uns da mitgebracht haben? Was gibt es denn so für unterschiedliche? Unser Spektrum bewegt sich eigentlich jetzt vom Cruiser. Mhm. Da ist das da hinten jetzt eine verlängerte Version, ein Stretch-Cruiser also. Ja. Bis hin zu Chopper-Bikes, die auch schon wie Harley-Davidson. Mhm. Man kennt ja Harleys aus den meisten Klar. Movies oder Filmen. Dann noch diese Bonanza-Verschnitte, die eher aus unserer Zeit sind, aus unserer ja. Kinderzeit. Stimmt. Die mit diesem langen Lenker. Richtig, mit genau. dem langen, großen Lenker und mit, dem, genau. mit der Rückenlehne, der sogenannten Sissy-Bar. Und dann natürlich noch die normalen Beachcruiser, wie man sie vom Strand oder von gerade aus amerikanischen Filmen kennt. Okay. Gut, was habt ihr so kurz zusammengefasst für ein paar Tipps für unsere Kids zu Hause, wenn die ihre Fahrräder mal ein bisschen aufpimpen wollen? Was kann man da auf die Schnelle mal machen? Also grundsätzlich kann man mit Farben sehr viel anfangen. Mhm. Das heißt, mit jeder Art von Lackfarbe kann man so einen Rahmen sehr gut behandeln. Okay. Wichtig ist bloß immer, dass man da zuvor den Rahmen wirklich möglichst sauber bekommt. Mhm. Das heißt, am besten mit irgendeinem Spülmittel die Mutter bequatschen und dann einfach das Ding markieren. Was man natürlich auch immer gut machen kann, da kannst du mir jetzt gleich dabei helfen, ist einfach mit normalen Spielkarten, wenn man die dementsprechend hinten einfach nur zwischen die Speichen steckt und abknickt, sodass sie ein bisschen vorstehen, kann man durch die Bewegung
ein ganz schönes Geräusch erzeugen. Okay. Können wir nachher noch kurz vorne Vorderrad zeigen, wenn ein paar mehr Karten im Spiel sind. Ja, nachher darauf raus wird leider nichts, aber ihr kommt nächste Woche einfach nochmal und dann zeigt ihr uns noch jede Menge mehr rund um das Thema Bikes aufpimpen. Und wenn euch das Thema interessiert, ja, dann guckt mal auf unsere Homepage. Auf www.pokito.de. Genau, das war's auch schon von uns für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Pokito TV. Tschüss. Tschüss. Ja, und wir pimpen mal weiter hier an. Das war Pokito für heute. Viel Spaß noch, wünscht der Pokémon Smaragd. Werbung. Sie warten schon, sie sind bereit. Es sind Bibber, Beppo und seine Gruselfreunde. Einen gibt's im Happy Meal.